So, Freunde, da sind wir wieder. Ahoi! Neuheiten aus der Comic Cave. Ja. Neuheiten der Woche. Wir haben nicht alles da, weil wir euch auch in den letzten Wochen gar nicht alles zeigen konnten, weil wir keine Videos gemacht haben. Korrekt. Keine Zeit, Corona, Kurzarbeit etc. etc. Aber alles ist aufgearbeitet und so weiter. Genau, wir zeigen euch ein paar der absoluten Highlights, würde ich sagen. Also wir zeigen euch absolute Highlights gleich zum Anfang. Direkt zum Anfang mit das dem Das Allergeilste überhaupt. Und zwar für Collectors. Das ist für Collectors. Für Collectors, ja. Das ist von 2 bis... Nee, von 1 bis, von 1 bis 101. Von 1 bis 101. So ja. Sieht's aus. Hatten wir schon mal da? Haben wir jetzt noch mal ein paar reingekriegt? Ja, das sind die Little People von Fisher-Price in der, ihr seht's, Eternia Edition. In der furchterregenden Eternia furchtbar. Edition. Furchtbar. Hinten drauf finde ich es auch ganz gruselig, muss ich sagen. Du wolltest sagen fürchterlich, nicht furchtbar. Furchter. Furchterlich. So, und dann haben wir Bucky O'Hare. Da gab es schon mal vor, weiß ich gar nicht, 2 Jahren. Zwei Jahren, so. Glaube ich. Es war mal eine Crowdfunding-Aktion. Ja, und da gab es den Bucky, den normalen Bucky und hier seinen Female. May Jenny. Ja. Genau. Und jetzt gibt es die beiden nochmal und noch so ein paar weitere Charaktere. Ja, und ein paar Variants. Und sind so. Im Moment leider nicht mehr alle lieferbar. Wir kriegen den Bucky nochmal rein und die junge Dame, aber solche so hübsche Typen. Und hier, das ist der Variant Bucky, den normalen Bucky haben wir gerade nicht da. Der kommt, wie gesagt, nächste oder übernächste Woche wieder rein. Ja, das ist Mimi LaFleur. Mimi LaFleur. Ah, du hast das Spiel gespielt? Ich das ist tatsächlich nicht. Eine Cartoonserie, die ganz früh Anfang der 90er, ich glaube 1991 eine Cartoonserie, kam. Ich dachte, es wäre ein Videospiel. Es kam aber nur eine Staffel. Ja. Und es gab auch nur eine Figurenwave, danach wurde beides eingestellt, weil es in den USA überhaupt nicht gelaufen ist, aber in Europa tatsächlich richtig abging. Ich habe sogar noch 3 Figuren auf deutscher Karte von 1991. Wahnsinn. Davon. Also. Die müssen wir dann, wenn Corona vorbei ist, auch drüben in der Comic Cave Galerie ja, ausstellen. Ja, auf jeden Fall, rein. Auf jeden Fall. Damit die Leute auch mal sehen, dass du hier nicht flunkerst ja. Und irgendwie die Sachen erzählst. Weil an mir ist es vollkommen vorbeigegangen, muss ich leider sagen. Ja, das ist auch echt, das ist wirklich Nische. So, und das hier ist genau Gegenteil von Nische. Ja. Wir haben euch ja schon vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt, dass wir jetzt auch wieder bei Mattel in die Wrestling-Figuren einsteigen. Ja. Und jetzt trudeln so langsam die ersten Basic- und Elite-Sets rein. Und hier haben wir eins der ersten Doppelsets, die wir gekriegt haben. Rock vs. Triple H. Gleich so 2 absolute Giganten, würde ja, ich mal sagen. Ja, aber noch recht jung, ne? Also das ist ja noch ja. Rock seine frühe Karriere. Ja. 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 Ja, mit einem schönen Goldplate aber ich dazu. Find, die sind gut gemacht, die Figuren. Die sind die mega gemacht. Also gut. Ganz ehrlich, wir haben, ich habe eine ganze Zeit lang jetzt nicht mehr Wrestling-Figuren gemacht. Ich ja. glaube, das letzte Mal vor 15 Jahren oder ja, so. Ja. Und da waren die noch nicht so gut, ja. da waren die Buddies noch nicht so gut, da waren die Gesichter, ja, die Gesichter sind viel schlechter. Also konntest du immer so erahnen, welcher auch die Wrestler die Frauen, ist, ne? Da ist ja jetzt gerade noch eine in der Vorbestellung, ganz neu, die eine blonde Dame, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, wie ich die Bilder gesehen habe, ich gedacht, ey, die sieht ja exakt aus wie die, wie die Original, ich wollte sagen Schauspielerin, das sind ja im Prinzip Wrestler. Schauspieler. Ja, 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 absolut. Ja. So, und dann haben wir hier den Undertaker gegen Jeff Hardy. Ja. Undertaker mit Bandana, nicht mit Hut. Ja, und ist irgendwie im Biker-Look unterwegs. Im Biker-Look. So, und jetzt sag mir mal, ist das jetzt der neue oder der alte Look von ihm? Ich kenne ihn eigentlich immer nur als Totengräber. Ich kenne ihn auch nur von damals als Totengräber, ja. Also schreibt das mal bitte in die Kommentare. Da haben wir ja definitiv ein paar Leute, die sich da besser auskennen wie wir. Ja. Und Undertaker und Jeff Hardy natürlich. Ja. Würde mich mal interessieren, ob das ein neuer Look von ihm ist. Ja. So, und dann ganz was Wunderbares. Ja, den Charakter kenne ich. Ja, und zwar der Spectacular Spider-Man. Ja, das ist ein ganz wirklich ein schön klassischer 90er Spider-Man, ne? Ja, die Serie gibt es auch meiner Meinung nach nicht mehr. Nee. Es gab ja damals, jeder Charakter, der mal populär war, zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde dann ja inflationär mit vielen verschiedenen Serien genau. rausgebracht. Da gab es dann Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man, genau. Spectacular Spider-Man, Spider-Man, Peter Parker Spider-Man. Mhm. Eine war Spectacular Spider-Man. Und das ist auch eine richtig schöne Figur wieder geworden. Ich glaube, das ist sogar auch die Reihe, die nachher in dieses Superior Spider-Man gewechselt ist. Ne? Kann sein, bin ich ein bisschen überfragt.
Und nein, wir halten hier keine Vögel gefangen. Das ist der Klingelton von meinem Handy, den ihr da im Hintergrund hört. Aber wer auch immer dran ist, muss jetzt ein bisschen warten. Was noch ganz interessant zu sagen ist, dass diese Figur kam schon mal raus als Disney Exclusive in den USA. Ach. Genau, und das ist jetzt quasi die Retail-Version davon. Ist aber kein Unterschied, ich habe es schon verglichen. Wir können euch gleich noch ein, zwei andere, zeigen wir euch noch ein, zwei andere Figuren von Diamond Select. Interessant dürfte für euch sein, dass Ende nächster Woche der Rampaging Hulk rauskommt. Oh, das ist stark. Das ist stark, weil der wird richtig gut aussehen. Und ihr könnt jetzt übrigens, könnt ihr das die... Das wollte ich auch gerade sagen. Wolltest du gerade sagen? Nee, sagst du sagen? Ich kann Gedanken lesen. Ja, ich weiß, super. Was du ja, sie auch. ihr könnt die Scarlet Witch, und zwar in der ganz neuen MCU-Version mit dem ganz neuen Kostüm. Und die sieht super aus. Die sieht Hammer aus. Die sieht Bombe aus. Die könnt ihr jetzt vorbestellen von Diamond. Genau. Und die Hot Toys, glaube ich, auch, ne? Die Hot Toys haben wir auch drin. Hot Toys, da haben wir auch Vision auch noch mit dabei. Ja. Wir haben auch gleich noch ein paar Hot Toys Figürchen für euch, die wir euch zeigen können. Genau. So, dann noch ein paar weitere Figuren aus der Elite-Serie von Mattel. Da haben wir den guten Edge. Ja, geil. Mit dem Baseballschläger. Mit dem Baseballschläger, what mud on mud. Und sie hat so, auch und dann haben wir China. Sehr geiles Accessoire dabei. Kann man so sagen. Sag mal, ist das ein Buff? Haben die Buffs? Ja, hier ist ein Buff dabei. Ach, krass. Genau. Das ist so geil. Diesen. Ihr wisst besser, wer das ist. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Zwerg. First time in the line. Build a figure. Ach, das ist Paul Ehring Bauchredner. With Rocco. Ist das. Das ist Bauchredner. Ja, hier ist Rocco mit dabei. Ja. Hier bei China ist Rocco mit dabei. Ja, und hier ist der Oberkörper und der Kopf mit dabei. Das ist ja geil. Oh, da gibt es einen Buff. Und muss ich ja Janis erzählen. Der flippt aus. Ja. So, dann haben wir von Icon Heroes, die haben jetzt gerade angefangen, auch Actionfiguren rauszubringen. Die kennt ihr bis jetzt eigentlich nur von so relativ günstigen, mitpreisigen Statuen. Bei Actionfiguren haben sie sich bis jetzt sehr zurückgehalten und kommen dann gleich mit Karate Kid raus, was ein ziemlicher Knaller ist. Ja. So, und wir müssen hiernach auch wechseln, weil der Akku alle ist. Mehr gibt es dann im zweiten Teil. Das ist Johnny Lawrence. Karate Kid selber gibt es auch. Ist im Moment aber bei uns ausverkauft. Ja. Aber wir hoffen, dass wir ihn wieder reinkriegen. Finde ich richtig gut geworden. Der sieht super aus. Ihr habt drei verschiedene Köpfe und die Verpackung ist auch sehr an Necker angelehnt, muss man sagen. Sie haben sich inspirieren lassen, würde ich mal einfach so sagen. Ja. Aber so weit sind sie dann doch noch nicht. Nein. Mehr dazu gibt es im zweiten Teil. Bis nachher. Ciao.